Schon im Eingangsbereich zum Zollhaus in Bodmann-Ludwigshafen hat sie einen faszinieren können, die Kunst. Und wenn man dann leicht verspätet reingekommen ist, war man auch gleich von Nicole Scholz und deren Band angetan. Natürlich war nicht die Musik der Mittelpunkt des Abends in einer Kunstverkaufsausstellung, sondern das Greif-, Fass- und bewunderbare Werk von 33 Kunstschaffenden. Sie hatten die inzwischen 12. Augenweide genutzt, um für 10 Tage lang auszustellen und zu verkaufen. Bürgermeister Matthias Weckbach hatte schon nach der Begrüßung das Besondere der Augenweide herausgestellt. Sie können von Hamburg bis runter nach Konstanz können Sie bei H&M einkaufen, Sie können es umtauschen. Es ist durchweg die gleiche konfektionierte Ware. Die finden Sie hier nicht. Das Besondere für Sie, für Ihren Einkauf, für das, was Sie in dem Kunsthandwerk auch sehen, das finden Sie hier. Das können Sie hier in dem vollen, übervollen Zollhaus, und dafür ist es auch da, auch sehen und ersteigern und erwerben. Ja, so vielfältig, wie die Kunstwerke sich zeigten, so waren auch die Aussteller selbst. Doch in einem waren sie sich ganz und gar einig, so wie auch Corinna Albus-Wolter formuliert. Wir fühlen uns sehr willkommen. Das ist sehr schön, in dieser Gemeinde zu sein. Wir sind im Sommer schon hier gewesen und haben das Gefühl gehabt, dass wir willkommen sind. Der Bürgermeister ist ja jedes Mal zugegen und er gibt ein gutes Gefühl, als Künstler hier zu sein. Der Veranstalter ist unheimlich nett und zuvorkommend. Wir haben viel Platz zum Ausstellen. Das ist für uns immer ganz wichtig, dass wir unsere Sachen gut präsentieren können. Auch Veronika Jäger, die zusammen mit Jürgen Meyer die Ausstellung organisiert, ist vom Zollhaus und deren Augenweide überzeugt. Das Besondere ist also erstens schon mal die Location. Das Zollhaus ist ein historisches Haus und es wurde so schön umgebaut, speziell für Ausstellungen und Veranstaltungen, und bietet auf 3 Stockwerken immer wieder eine andere Perspektive und ist ideal für so eine Veranstaltung, die da stattfindet und die eben hier die Räumlichkeiten hat, um in Symbiose die Kunstwerke zur Geltung zu bringen. Hier im Zollhaus haben wir ein breites Spektrum an Kunsthandwerk, nicht ausschließlich Bilder, aber Bilder sind auch vertreten. Es geht über Holz, Metall, Glas, Keramik, Leder und Textil, Schmuck. So ziemlich das, was alles, was so im Kunsthandwerk angeboten wird. Also, wer diese benannte Vielfalt noch betrachten und eventuell davon etwas erwerben möchte, der hat dazu noch etliche Tage Zeit, genauer gesagt bis zum 3. November 2018.